Hallo Leute, Mittelerde Schatten des Krieges vor 6 Monaten released, aber irgendwie nie richtig durchgestartet. Laut Steam spielen zurzeit weniger als 2000 Spieler gleichzeitig dieses Spiel und wir alle können uns natürlich noch an die heftigen Kontroversen erinnern, die es damals bezüglich der Lootboxen, der Ingame-Transaktionen, der sogenannten Mikrotransaktionen und dem kompletten Marketplace-System gab. Das war ja nicht nur bei Mittelerde Schatten des Krieges so, sondern auch bei einigen anderen Games. Knackpunkt bei Mittelerde ist natürlich, dass man sich die legendären Orks aus den Lootboxen kaufen kann, diese Orks dann in seine Armee quasi einreiht und dadurch natürlich dieses ganze Nemesis-System, was ja eigentlich eine sehr, sehr coole Sache ist, weil es ja innerhalb der Story nochmal eigene Geschichten für den Player quasi erstellt, obsolet macht. Jetzt gibt es aber seit ein paar Tagen Neuigkeiten zu dieser ganzen Geschichte. Und zwar hat der Publisher Monolith erklärt, er wird den Marketplace und diese ganzen Mikrotransaktionen komplett aus dem Spiel nehmen. Das Ganze soll so ablaufen, dass ab dem 8. Mai 2018 die Möglichkeit zum Erwerb von Gold mit echtem Geld wegfallen soll. Sprich, das Gold fällt eigentlich komplett weg. Und ab dem 17. Juli 2018 wird der Marketplace, so wie wir ihn hier sehen, auch komplett entfernt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Natürlich wahrscheinlich der Aufruhr unter der Community und dann die damit verbundene, ja, sagen wir mal, schlechte Lage, die Mittelerde Schatten des Krieges jetzt erlebt. Wer das Ganze aber ausführlich leider nur in Englisch lesen will, der kann auf den Link klicken, den ich in die Videobeschreibung setze. Dort ist der offizielle Reddit-Post von Monolith verlinkt. Ja, wir werden sehen, was passiert. Es gibt noch eine kleine bittere Pille für Leute, die die Shadow Wars machen. Wer sich in den Shadow Wars befindet, der wird leider einen kompletten Neustart der Shadow Wars erleben müssen. Leute, die die Shadow Wars abgeschlossen haben, brauchen da nichts zu befürchten. Da bleibt alles so, wie es ist. Es soll in Zukunft auch neuen legendären Content geben. Also die legendären Orks sollen ins Spiel so implementiert werden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Über Feedback würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir nochmal, was ihr von der ganzen Sache haltet. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, euer Ü40.